Der Buntspecht. Jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen erstaunt. Gartenvögel, ja, aber der Buntspecht. Von allen Spechtarten ist der Buntspecht praktisch der einzige, der in den Garten kommt. Der Grünspecht, aber viel seltener. Aber der Buntspecht hat relativ schnell im Garten. Wichtig ist, dass der jemanden Haselstuden hat. Der kommt sehr gerne, kommt da die Haselnüsse holen, holt es näher ab, klemmt es irgendeinem Ort, in einem Spechtschmiede, sagt man dem, in einem Ritz, in einem Baumstamm ein und pickt es auf oder versteckt es für den Winter. Und hier auf dem Bild seht ihr jetzt ein Männchen. Ihr kennt ihn sofort an, wegen dem roten Flecken im Hinterkopf. Die Weibli, die sind ganz schwarz. Also, es ist auch immer schön, den Spechten zuzuschauen, wie die da trummeln oder eben den Bäumen rumpicken.